Oh, ich sterbe. Fast. Fast. Da. Yes. Yes. Eigentlich wollte ich den machen. Ciao. Wir gucken jetzt mal. Wenn das kein Fake ist, dann ist hier noch jemand. In der Butze. Da im Haus war ein Hit. Da war ein Hit. Mist. Mir war gerade so, als würde ich da was im Busch entdecken. Oh mein Gott, ich habe ihn echt gesehen. Irgendwas war da nicht in Ordnung, habe ich gedacht. Das hat irgendwie so komisch ausgesehen, da im Busch, so bräunlich. Oh mein Gott. Ich war mir echt bis zum Ende, bis zum ersten Hit. Bis zum ersten Treffer war ich mir nicht sicher, ob ich da jetzt wieder nur auf Paranoia schieße oder auf echte Gegner. Es war ein echter Gegner. Aber ist das der aus dem Haus? Ja, okay, ich wollte auf ganz Nummer sicher gehen. Manchmal, man weiß es nicht. Leute, legt euch nicht mit ihren Jugo an, schon gar nicht aus dem Busch heraus. Buschcamper haben keine Chance. Ist nicht nur so ein Spruch, offenbar. Sind hier schwebende Steine? Tatsächlich. Man glaubt es nicht. Mystery. Fjellkanten Mystery. Was hat es mit den schwebenden Steinen auf sich? Warum liegen hinter der Kirche am Berghang... Warum nicht, warum liegen, sondern warum schweben hier Steine? Hier sieht man es ganz deutlich. Sie schweben über dem Boden. Zwei, drei... Ist das der vierte liegt, glaube ich. Der vierte hier rechts schwebt so halb. Drei vollständig schwebende Steine. Fjellkant Mystery. Was ist hier los? Eure Vermutungen bitte in die Kommentare. Wir haben jemanden hier. Jemand ist oben in der Kirche. Ja, ich höre ihn doch.
Mal sehen. Auf jeden Fall schmeiße ich ihn auf. Okay, einer hat mich erwischt. Einer hat mich gehittet, nicht so schlimm. Und raus. Und am besten dahin, wo ich herkam. Ah, da ist schon jemand. Oha. Oha. Ich glaube, er wollte sich gerade hinlegen, um mich abzusnipern. Container ist noch nicht mal offen. Jemand hat nur ein Schloss aufgeschossen. Ich glaube, da rechts in den Bergen. Yep. Da. Und da hinten ist auch noch einer. Erfolgreich verscheucht, aber auch zweimal gehittet. Das war's, aber nicht killen können. Er ist dann rechts in die Büsche entflohen. Schade, kommen wir hier hoch? Ja. Sehr gut. Noch ist der Container ja nicht offen. Mann, aber diese Berge. Fiskes Berge, verdammt. Der Typ hat jetzt erstmal wahrscheinlich einen richtigen Rückzieher gemacht. Aber mal gucken. Das kommt bestimmt vom Detektor da hinten. Okay. War das der Containertyp? Ich weiß es leider nicht. Oha, ist das der Containereinhalt? Moment, ist er doch auf? Hier ist alles verstrahlt. Container ist offen. Verstehe. Das war der Containertyp. Wait, what, what? Jemand stand direkt auf der Straße. Was, was, was? Moment, Moment. Oder ist das eine Fake? Nein? Da war er. Da ist der Schalter. Moment, man ist auf dem Dach gelandet. Geil. Okay, cool. Aber wo ist jetzt der Tresor? Da. Auf dem Flur. Okay, Tresor gehört mir. Jetzt gehen wir noch aufs Dach und holen uns noch den Airdrop. Dann holen wir uns noch den Schatz und dann aber raus. Aber ganz schnell. Ich habe nur ein Benzin. Das ist natürlich nicht so geil. Ja. Oh, hier ist sogar der Secret Airdrop. Ich muss gar nicht hoch aufs Dach. Geil.
Okay. So, der Schatz ist neben der Hütte oben auf dem Dings. Das kann ich mir merken. Nein, er ist verstrahlt. Fuck. Verdammt. Ich habe nur ein Benzin. Okay. Aber ich habe 4 Jod. Okay. Mission ist jetzt, lebend rauskommen. Scheiß auf den Schatz. Ja. Aber kurz noch mal Chemikalien mitnehmen geht noch eben. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie 4 Benzin finden. Und das machen wir am besten vor der Tür. Weil wir wollen raus. Der Ausgang ist noch dicht, hat noch keiner aufgemacht. Verdammt. Ey, das ist echt schlecht mit dem verstrahlten Airdrop. Wir können nur hoffen, dass wir jetzt hier Benzin finden. Wir nehmen nochmal ein Jod. Mist. Ohne Benzin sind wir geliefert. Oh oh. Ich könnte natürlich jetzt auch zu einem anderen Exit laufen. Aber es ist alles viel zu weit weg. Oh oh. Oh nee. Oh Gott, okay. Okay. Hey. Ja, moin. Nimm ruhig den Job. Du wirst nicht lebend rauskommen. Er wird es auch nicht schaffen. Bis zum Ausgang ist es zu weit weg, außer der hatte jetzt Benzin. Ich bin jetzt gespannt. Ist der letzte auf der Map. Old Travel. Wird überhaupt jemand noch lebend mit dem coolen Loot rauskommen? Ich glaube nicht. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Ja, er hat einen Adrenalin-Pen, aber es sieht nicht so aus, als ob er wirklich schneller laufen würde. Ja, jetzt. Er kommt langsam in Fahrt. Okay, er hat einen Jod drin und den Adrenalin-Pen gezündet. Okay, das könnte klappen. Ey, dafür sieht man auch mal wieder, wie stark doch der Adrenalin-Pen ist, aber... Ja. Er hat wieder einen Jod genommen. Halbe Energie ist noch da. Und das Exit sieht erreichbar aus. Aber ich bin gespannt. Das wird wohl klappen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, wenn das jetzt funktioniert. Sauber. Schönes Ding. Na, hat er gut gemacht, hat er gut abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich ärgere mich, dass ich, dass ich den Airdrop genommen habe. Aber es war natürlich jetzt auch beschissen da, ne? Dass der auf dem Dach lag und gleichzeitig auch noch da einer... Der Dude hat auch richtig Pech gehabt. Killt mich und wird sofort auch gekillt. Naja.